Der FC Bayern hat mit Sherdan Shaqiri einen unzufriedenen Bankspieler abgegeben. Auch in den Kadern anderer Bundesligisten gibt es vor der Rückrunde Unruheherde. Roman Weidenfeller ist eines der Gesichter von Borussia Dortmunds Misere. Der Weltmeister fand sich zum Ende der Hinserie nur noch auf der Bank wieder. Bislang hielt Weidenfeller still, will sich zur Rückrunde den Platz zwischen den Pfosten zurückerkämpfen. Gelingt dies nicht, droht dem BVB ein wenig willkommener Nebenschauplatz im Abstiegskampf. Vor anderthalb Jahren als Leader geholt, hat auch Kevin Prinz Boateng nach einer guten ersten Saison seinen Status als Führungsspieler bei Schalke 04 eingebüßt. Wegen Verletzungspechs konnte er nur 13 Spiele in der Hinrunde machen, davon lediglich 3 über 90 Minuten. Seine magere Bilanz? Eine Torvorlage, ein Platzverweis, kein Tor. Steigert sich Boateng nicht, wird der stolze Star schnell zum Luxusproblem für Schalke-Coach Roberto Di Matteo. Auch HSV-Kapitän Raphael van der Vaart droht ein Halbjahr auf dem Abstellgleis. Der niederländische Star ist der Großverdiener in Hamburg, konnte seit seiner Rückkehr 2012 aber nur selten überzeugen. Im Sommer läuft van der Vaarts Vertrag aus. Die HSV-Verantwortlichen machen derzeit keine Anstalten zu verlängern. Eine Hängepartie droht. Mit Niklas Bendtner findet sich auch beim VfL Wolfsburg ein bekannter Name, zumeist auf der Tribüne wieder. Der Stürmer kam mit viel Getöse vom FC Arsenal, konnte sich bislang aber noch nicht durchsetzen. Der dänische Exzentriker gilt nicht als der Typ, der lange stillhält. Theater also vorprogrammiert.